Hallo liebe Freunde, der große Augenblick naht. Heute ist Sonntag und in einer Woche am Sonntag werden wir wissen, wie der Antrag für Mitgliederentscheid ausgegangen ist. Wer unseren Antrag unterstützen möchte und noch nicht die Briefwahlunterlagen dafür abgeschickt hat an die Bundesgeschäftsstelle, dem bitte ich das jetzt heute, es ist ja Sonntag, hat noch ein bisschen Zeit, das heute noch zu tun, bevor die stressige Arbeitswoche beginnt. Und wichtig ist, dass was gezählt wird an Stimmen, muss am Freitag, dem 12. Juni, eingegangen sein bei der Bundesgeschäftsstelle. Also aus Sicherheitsgründen denke ich so nicht später als Mittwoch dann auch abzuschicken. Ich möchte noch mal ganz kurz wiederholen, dass in diesen ganzen Diskussionen, die wir vorher hatten, der Hauptkritikpunkt, den die Unterstützer und ich für Mitgliederpartei, die wir immer vorgebracht haben, dass wir eine Oligarchisierung der Partei unbedingt verhindern müssen, damit wir nicht zu einer Altpartei werden, damit es eben kein AfD-Politbüro gibt, das an den Mitgliedern vorbei eine eigene Interessenpolitik macht. Das ist ja der Hauptgrund, warum wir diesen Antrag auf Mitgliederentscheid eingebracht haben und den konnte bisher keiner widerlegen. Ist ja auch nicht zu widerlegen. Die Frage ist nur, wie geht man mit um? Bei den anderen Gegenargumenten, die waren meistens der Natur, dass es logistisch oder finanziell nicht zu stemmen ist, ein Mitglied der Partei dachte. Deswegen sind wir offen für diese Gegenargumentation. Deswegen sagten wir immer so jetzt als Sofortmaßnahme am Unfallort, jetzt den Mitgliederparteitag, um die Vollendung der Oligarchisierung unserer Partei zu vermeiden, um also zu verhindern, dass endgültig eine Führungsschicht beeinflusst von außen, von politischen Gegnern, von eigenen persönlichen Interessen einfach das macht, was sie will, an den Mitgliedern vorbei, an den Interessen unserer Partei vorbei, an den Interessen unseres Vaterlandes vorbei. Das ist die Entscheidungssituation, vor der wir stehen. Was eben an sonstigen Gegenargumenten mit finanzieller und logistischer Art im Raum steht, ist in der Tat so, dass es natürlich teurer ist, Mitgliederpartei doch abzuhalten. Natürlich hängt das Ergebnis dann auch schon davon ab, wo der stattfindet. Ja klar, wenn er in Norddeutschland stattfindet, sind wahrscheinlich weniger Süddeutsche da und umgekehrt. Also wir verschließen uns ja diesen Gegenargumenten nicht, aber wenn wir eben abwägen, was ist schlimmer, die finanziellen und logistischen Probleme von Mitgliederparteitagen oder auf der anderen Seite, wenn wir keine Mitgliederpartei da haben und nur ein Delegiertensystem, sind wir komplett ferngesteuert. Ja, wozu haben wir dann so viel Schweiß und Herzblut in unsere AfD eigentlich reingebracht? Ja, das ist diese Abwägung, die dahinter steht. Aber wir haben natürlich diese finanziellen und logistischen Gegenargumente aufgenommen und jetzt auch schon einer Lösung für die Zukunft zugeführt. Deswegen werde ich dann auch gerne noch einmal mit diesem Video den Link auf das Video von vorletzter Woche mitschicken, wo wir ja einen Prototyp schon fertig haben. Wir haben einen Prototyp fertig, werden wir jetzt erst einmal mit den Mitgliederparteitagen, also die Oligarchisierung über Delegierte verhindern. Dann müssen wir natürlich weitergehen und schauen, wie schaffen wir es im modernen elektronischen Zeitalter, dass vielleicht Mitgliederparteitage demnächst mal, jetzt nicht, jetzt müssen sie als Präsenz natürlich stattfinden, ja, aber vielleicht mal mittelfristig elektronisch stattfinden können, dann kann wirklich jedes Mitglied mitstimmen. Und damit das möglich ist, gibt es eine ganz klare Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes. Das hat sich ja schon dazu geäußert. Damit elektronische Abstimmungen möglich sind, müssen sie anonym sein, also geheim sein und sie müssen nachprüfbar sein. Das heißt, elektronische Abstimmungen müssen genau das alles erfüllen, was auch Präsenzabstimmungen erfüllen müssen, wenn man eben ins Wahllokal geht oder eben per Briefwahl wählt. Und da lehne ich mich schon ein bisschen aus dem Fenster. Unser Prototyp, den man jetzt noch mit dem anderen Video auch sich nochmal anschauen kann, der erfüllt das schon. Gibt es noch ein paar technische Details zu regeln. Da laufen auch gerade interessante Diskussionen noch im Hintergrund mit Verbesserungsvorschlägen, die wir natürlich aufnehmen. Aber nur, dass das klar ist, also wir sind lösungsorientiert unterwegs. Ja, und die Lösung lautet, dass man mittelfristig eigentlich von zu Hause elektronisch abstimmen können muss, und zwar für jedes Mitglied. Und das macht das Delegiertensystem erst noch 3 oder 4 oder 5 Mal überflüssig. Und damit verhindern wir doch genau, dass unsere Partei genauso zum Politbüro degeneriert in der Führung wie alle anderen Altparteien. Hat doch, glaube ich, jeder auch inzwischen verstanden. Also ich bitte darum,
Wer das immer noch nicht glaubt, dass wir die organisatorischen und finanziellen Probleme in den Griff kriegen können, möge sich bitte dieses Video noch anschauen, das ich hier mitschicke mit Friedrich Frost. Der diesen Prototyp programmiert hat, ist jetzt gerade in der Verbesserung. Und damit erfüllen wir auch das, was das Bundesverfassungsgericht fordert. Geheime und nachprüfbare Abstimmungen mit all den Kriterien, die man auch erfüllen muss, wenn man ins Wahllokal geht. Und deswegen ist dieser Pauschalvorwurf, den ich mir auch oft anhören musste, ja, die Piraten sind doch schon dran gescheitert. Ja, natürlich sind die dran gescheitert. Das hat aber auch seine Gründe. Und einer dieser Gründe war, dass die Piraten mit Abstand nicht das Niveau hatten, was die elektronischen Abstimmungstools, die Instrumente betrifft, was unser Prototyp leisten kann. Es war eben nicht nachprüfbar. Es war eben nicht geheim, es war nicht anonym. Hat eben damit eben nicht dem Demokratieprinzip genügt, aber unser Prototyp genügt dem Demokratieprinzip. Und das ist also jetzt mein Appell noch ganz am Schluss an alle, die noch unentschlossen sind, die eigentlich schon dazu tendieren, für Mitgliederparteitage zu sein, weil sie es auch diese Gefahr der Oligarchisierung der AfD sehen, aber dann sagen, ja, aber ist das schwierig, da so 10.000 Menschen und vielleicht 8.000 in der Halle und je nachdem, wo die Halle ist und wer gerade mit den Bussen irgendwelche Leute dahin. Also Leute, die in diesem Zwiespalt sich jetzt befinden, die eigentlich für Mitgliederparteitage stimmen wollten, weil sie wissen, dass es die letzte Chance ist, die Oligarchisierung der AfD zu verhindern, aber sagen aus diesen finanziellen, organisatorischen Gründen, ja, hat denn der Müller eine Lösung? Und deswegen habe ich jetzt nochmal drüber gesprochen, ich habe eine Lösung. Die habe ich natürlich nicht alleine. Ich bin dem Herrn sehr dankbar, der das programmiert hat. Wir sind im ständigen Austausch und wir haben eine Lösung damit auch für die Zukunft. Und deswegen, wer jetzt noch schwankt, bitte ja ankreuzen für Mitgliederparteitage. Spätestens am Mittwoch in die Post. Am Freitag ist es dann da. Und dann hoffe ich, dass wir nächstes Wochenende vermelden können. Liebe Freunde, gemeinsam, wir haben diesen Mitgliederentscheid gewonnen. Ich danke euch und jetzt richtig schön das Kreuzle machen. Servus!